Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einer weiteren Gameplay-Reaction meinerseits von mir für euch. Und gemeinsam mit euch schauen wir uns jetzt das Next-Gen-Gameplay zu Atomic Heart an. Dieses Spiel befindet sich schon länger auf meiner Most Wanted-Liste. Ich glaube, das war 2018 oder so, wo ich das reingenommen habe. Jetzt, wie gesagt, kam ein neues Gameplay raus. Und Next-Gen, Freunde, trifft hier wirklich zu. Ich habe nur mal kurz durchgeskippt. Es sieht übelst geil aus. Es sieht übelst geil aus, die ganze Atmosphäre und so weiter, die darüber kommt. Sehr, sehr cool. Freunde, deswegen, bevor wir jetzt starten, ihr müsst mir in die Kommentare ballern, ob euch das Spiel gefällt. Habt ihr da Interesse dran? Habt ihr das schon länger im Blick oder sagt ihr, ey, ich hab's jetzt erst mitbekommen, cool, danke, voll korrekt von dir, Marcel, super, dass du es mir gezeigt hast. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, Freunde. Pusht das Video, ja, damit es besser gerankt wird in der Suche. Ihr wisst ja, je mehr Interaktion unter dem Video, mit dem Video, desto besser für mich, meinen Kanal und vor allen Dingen dieses Video. Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr echte Supporter seid, dann kräftig mal ein bisschen rein supporten. Vielen Dank an alle, die das tun. Auf dem Weg zum Like-Button, auf dem Weg zur Kommentarfunktion könnt ihr auf jeden Fall mir auf meinen Social-Media-Seiten folgen. Twitter, Instagram, Twitch auch gerne und mein Partner Instant Gaming abchecken. Freunde, was ist da los? Diesen Monat ein bisschen schwach die Beteiligung bei dem kostenlosen Gewinnspiel. Habt ihr da nicht so Bock drauf? Oder also 75 Euro PSN-Guthaben ist zu wenig wahrscheinlich, wa? Also ich weiß nicht genau. Macht da mit, Freunde. Rein da. So, bevor ich jetzt, wie gesagt, weiter laber, rein ist Next-Gen-Gameplay. Und Next-Gen, wie gesagt, trifft jetzt zu. Ihr werdet es gleich sehen. Und ihr werdet jetzt schon mal sehen, was geht da eigentlich ab. Sieht ein bisschen komisch aus. Ach, guck mal hier, den roten Stern kenne ich doch. Wofür steht denn das? Ihr wisst es doch. Ihr habt doch im Geschichtsunterricht aufgepasst. Oder nicht? Oder nicht? Ist doch ein geiles Fach. Warum nicht? Was ist da los? Auf jeden Fall spielt das Spiel in der alten Sowjetunion. Allerdings, wie ihr schon an dem Monster gesehen habt, nicht unbedingt in der echten, ja. Es hat eine alternative Realität. Wir haben, wie ihr gerade sehen, dickere Waffen, unterschiedliche Waffen zu der Realität. Wir haben Cyborgs, wir haben Roboter. Er redet eh Russisch, also wer das versteht, ich tut mir jetzt schon mal leid, wenn ich da so ein bisschen drüber laber. Aber ich verstehe halt kein Russisch. Dementsprechend laber ich da einfach drüber. Wir haben Monster, die plötzlich zum Leben erwachen. Wir haben eine düstere Atmosphäre, vor allen Dingen alleine durch das Setting. Ja? Dieses alte, kalte Russland und oder beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob es genau in Russland spielt oder Sowjetunion, war ja ein bisschen größer teilweise, je nachdem, wie man das sieht. Und das Spiel, wie gesagt, lebt vor allen Dingen durch die Trailer und was man durch die Gameplay gesehen hat, von der Atmosphäre, von dem besonderen Setting meiner Meinung nach, weil es das jetzt auch noch nicht so oft gab, finde ich. Und es wird halt häufig mit einem Bioshock zum Beispiel verglichen, ne? Was sehr, sehr hoch gegriffen ist, weil Bioshock ist für mich von der Atmosphäre und von der Story her wirklich schon mit das Beste, was ich jemals gespielt habe. Also gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsgames. What the... Das habe ich jetzt erst gesehen. Habt ihr gesehen, dass er eine Flossenhand hat? Dass er wie ein Fisch oder wie so ein Frosch eine Flossenhand hat? Guckt doch. Guckt. Oh, habt ihr es gesehen? Alter, was geht ab? Oder ist es einfach nur so abgemagert? Oder? Vorne kommt es ein bisschen aus wie so ein Flossenhand, Alter, oder? Komisch, wir... Na egal. Wer Russisch kann, übersetzt es mir gerne. Wahrscheinlich sagt er, oh, sieht es beeindruckend aus. Was hat er gesagt? Das Video bewerten? Ach so, ja, hab ich schon gesagt am Anfang. Machen die bestimmt, die Leute. Kein Problem. Ihr seht schon. Ich finde persönlich, Next-Gen Optik trifft es hier sehr gut. Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Ich würde so von der Atmosphäre auch so ein bisschen das letzte Prey reinziehen. Ich habe das letzte Prey nicht gespielt. Ihr könnt mich gerne mal aufklären, ob es gut ist oder nicht. Ich habe eigentlich sehr oft geteilte Meinungen gehört. Die einen sagen voll langweilig, die anderen sagen voll cool und so weiter. Klärt mich da gerne mal auf, wenn ihr das letzte Prey gezockt habt von den Dishonored-Machern. Aber das hat ja auch so... Ja, ich sag mal, eine ungewöhnlichere Atmosphäre, Setting und so weiter, genauso wie Atomic Heart oder Bioshock, ja, wo auch übrigens ein vierter Teil kommt an der Stelle mal, aber das habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für so eine Der Sorbus News Folge mit den ganzen Ankündigungen, den ganzen Gerüchten die letzten Tage, neues Batman-Spiel, neues Bioshock, was man jetzt ein paar Informationen schon gehört hat, Suicide Game, ach, so viel, Alter, Freunde, also drückt die Daumen, dass das nächste Jahr richtig, richtig reinscheppert, ohne die Krise hoffentlich. Müssen wir auch mal gucken, wie das so weitergeht. Aber gut, das soll jetzt nicht hier. Es geht hier um Entertainment, geile Sprüche, geile Typen. Und da seid ihr natürlich bei mir an der richtigen Adresse. Also, ihr seht schon, man hat verschiedene Fähigkeiten auch. Verschiedene Werkzeuge, Nahkampfwaffen. Einfach ein Stab mit zwei Kettensägen ist immer geil. Ich gehe mal davon aus, da das ja ein Rollenspiel ist.
Dass man sich wahrscheinlich die Waffen auch selber zusammenbasteln kann, je nachdem, wie man Bock hat, ein bisschen mehr auf Nahkampf zu gehen, ein bisschen mehr auf Waffen. Ich weiß nicht, ich habe da noch nicht so krass reingelesen. Denn irgendwie alle paar Monate kommt irgendwie mal ein Schnipsel, Gameplay, Trailer und so weiter. Wie gesagt, das Spiel ist schon länger in Entwicklung. Und ich muss ehrlich sagen, das, was ich bisher gesehen habe und jetzt auch gerade sehe, das Gameplay sieht auf jeden Fall besser aus, als was man damals gesehen hat. Und damals war es schon interessant, sonst hätte ich es damals nicht schon in meine Most Wanted Liste reingenommen. Ich finde das Setting, wie gesagt, mega nice, mega interessant. Mit diesen wahnsinnig gewordenen Robotern, Cyborgs, dann plötzlich irgendwelche Pflanzenwesen oder was es da sein soll, die kleinen Dinger. Und hier, ja, das sieht doch einfach geil aus, wenn du da reinkommst. Und wie gesagt, die ganzen Chrom-Effekte, Spiegeleffekte, allgemein die Optik, Detailgrad und so, das ist auf jeden Fall, das ist Next Gen, Alter. Das ist Next Gen, Alter. Das ist schon fast besser als was ich. Ich weiß nicht, wenn ich so überlege. Nur von der knallharten Optik her, Grafik, Detailgrad. Habt ihr was Besseres gesehen aktuell? Was so angekündigt ist? Ich weiß nicht. Ich bin echt begeistert, Alter. Und sowas, so riesige Wahl oder so. Ich finde es irgendwie cool, wenn du sowas aufhängst, einfach. Alles voller Blutverschmier. Oh, jetzt kommt ein Boss, glaube ich. Sehen ein bisschen aus. Oh. Sehen wirklich ein bisschen aus wie die Materie-Gegner aus Prey, oder? Also ich habe ja, wie gesagt, natürlich ein paar Videos gesehen zu Prey. Ich habe selber, wie gesagt, nicht gezockt. Und so ein bisschen aus wie die letzten Schleimmonster aus Resident Evil. Richtig schön eklig abgedreht. Nice. Sehen wir direkt mal einen Bossfight hier. Also wir haben die Ausdaueranzeige, wir haben die Poweranzeige. Wofür steht die Power? Wir machen ja immer die ganze Zeit so elektrische Moves. Ist das vielleicht wirklich Energie-Power oder ist es eher die Ausdauer? Nee, wahrscheinlich nicht. Jawohl, klatsch ihn weg, Bruder. Bisschen hektisch sieht es noch ein bisschen aus, muss ich sagen. Sieht auch nicht so aus, als wenn man den Gegner anvisieren kann. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen hektisch mit der Kamera hier und da. Ich weiß auch gar nicht. Also es ist für nächstes Jahr geplant, soweit ich gesehen habe. Ich find's mega. Ich muss ehrlich sagen, ich find's mega. Das ist genau so ein Spiel, was mich an... Oh, okay. Was hat er denn jetzt gemacht, Alter? Hat er jetzt nur durch die Wand mal kurz geguckt, oder was? Jawoll! Das wollen wir sehen, Junge. Kettensägen-Action, Alter. Los! Ich habe den Eindruck, vielleicht liegt es hier an meinem Video oder sowas? Ist es irgendwie zu hoch eingestellt? 1004. Warte mal, ich mach mal 1000. Liegt es da oder ruckelt das Spiel ein bisschen? Nee, das Spiel ruckelt ein bisschen. Das kommt ein bisschen in Frame Drops rein. Okay, gut, ja, gut. Aber das sind noch Sachen, die kann man sicherlich noch verbessern. Oh mein Gott, Alter! Aber die Poweranzeige, die bleibt die ganze Zeit so, oder? Wofür ist die Poweranzeige? Einfach nochmal kurz ein bisschen die Säge aufgeladen. Jetzt ist er tot. Oder? Schaff das nochmal. Schön eklig, Alter. Schön eklig. Alter, ist es verpixelt, Junge, das Blut, oder? Alter, er wurde getötet, tatsächlich. Nomad heißt, du bist tot. Knallhart, PlayStation 5. Xbox Series X. Gute Entscheidung, Alter. Kommt aber auch noch für die PS4 und Xbox One. Und für den PC, aber klar, wie gesagt, es kommt nächstes Jahr. Das zeige ich nochmal irgendwie so ein ungefähres Release-Datum an, 2021 oder sowas. Der hat jetzt gesagt, packt das Spiel auf eure Wishlist. Bei Steam hat er gesagt. Kein Problem, Freunde, ich übersetze euch das. Ja, ey, von der Optik her, von der Atmosphäre her, genau mein Ding eigentlich. Genau mein Ding. Schön gruselig, schön abgefreakt. Nicht so was 0815-mäßiges, das nächste Open-World-Spiel. Ich bin auch riesiger Fan von der Open-World-Spiel, aber sowas braucht's, ja. Aber solche Spiele,
ich weiß halt immer nicht, ob die denn so erfolgreich sind, weil, wie gesagt, die arbeiten da schon seit Jahren. Die Optik verspricht einiges. Ja, man muss ja auch erstmal die Ressourcen haben, so eine Optik überhaupt auf den Markt zu bringen. Als kleines, unbekanntes Studio. Also, oder klärt mich auf, ob da vielleicht irgendwie voll die bekannten Leute drin sind. Es sieht bombastisch aus. Gut, das war's. Also, Das wird dann ja, heißt es Schüss oder ich weiß nicht genau. Blärt, ich bin raus, Freunde, egal. Übersetzt gerne ein bisschen was die gelabert haben, wenn ihr das überhaupt verstanden habt durch mein Gelaber. Wir haben bestimmt einige russischsprachige Leute in der Community. Also, Freunde, gerne eure Meinung in die Kommentare, checkt die Videobeschreibung ab. Ich war jetzt schon wieder viel zu lange am Labern nach dem Video. Ich hatte eigentlich, währenddessen hatte ich die ganze Zeit zu labern und muss trotzdem danach noch 5 Minuten labern. Dementsprechend bin ich jetzt raus. Wie gesagt, supporten und bewerten, kommentieren. Haut rein.